Servus, ich bin Stefan Nützel. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video hier in meinem Kanal. Der heutige Video ist ein Quick-Tipp, in dem ich euch zeige, wie man hochwertiges Büttenpapier so aufklebt, dass man den Büttenrand behält. Hier sehen wir die Materialien, die wir benötigen. Einerseits natürlich das Büttenpapier, dann eine Holzplatte, auf der wir das Büttenpapier aufziehen werden. Ich habe in meinem Fall zwei verschiedene Breiten von Tesa-Crepe, die ich verwenden werde, und eine Schere. Eine wichtige Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, ist, dass das Papier zwei verschiedene Seiten hat. Es ist jetzt so, dass ich jetzt hier zum Beispiel in dem Falle habe ich ein teures Aquarellpapier von Arsch und man sieht dann auch, wo die Vorderseite ist, in dem Sinne, dass hier auch die Prägung zu sehen ist. Dementsprechend ist es eben so, dass ich dann auch ganz gut sehen kann, wie die verschiedenen Strukturen sind, also wie unterschiedlich die sind. Dieses Papier ist jetzt Graphin, also das ist rau. Die Amerikaner würden dazu Cold Pressed sagen. Das ist ein bisschen glatter als jetzt das Torchon und aber auch rauer als das Satinierte. Und das Satinierte nennen dann die Amerikaner oder die Engländer Hot Pressed. Bei hochwertigem Aquarellpapier ist es eben so, dass es ganz schick ist, wenn ich den Büttenrand behalte, weil ich auch bei der Passepartourierung das so mache, dass ich die Blätter freischwebend in die Passepartouts reingebe und nicht das Passepartout drüber greifen lasse. Dementsprechend schaut es natürlich ganz schick aus, wie die gerissenen Ränder ausschauen. Also das heißt, es ist der natürliche Büttenrand und die anderen sind die gerissenen Ränder. Ich habe auch ein Video, wo ich erkläre, wie man dann diese Blätter dann verkleinert, indem man dann die auf die richtige Größe reißt und nicht schneidet. Ich drehe das Papier auf die Rückseite und nehme das schmalere von den beiden Klebebändern und klebe dieses hintere Klebeband ungefähr Hälfte auf mein Papier, befestige es aber nur am Papier und nicht auf meinem Tisch. Also das heißt, es ist jetzt so auf dem Papier, dass das Papier nicht fixiert ist. Das mache ich natürlich jetzt auch an allen vier Seiten. Der große Vorteil dieser Klebebänder ist, dass die sich auch ganz gut ablösen lassen. Ein großer Nachteil ist, wenn ihr die zu lange drauf lasst, dann verändert sich der Kleber und ruiniert euer Papier. Das heißt, dieser Kleber ist nicht säurefrei. Also das heißt, ihr solltet auch dieses Klebeband nicht verwenden, um es in eure Passepartouts zu kleben. Also das ist vom Konservatorischen her absolut problematisch. Auch ein bisschen drüber gehen. Auch wenn ich jetzt hier am Tisch festgeklebt bin, kann ich das auch durch das Tesa-Crepe relativ problemlos runter machen. Und damit ich das dann vorne auch besser aufkleben kann, werde ich einfach diese Überstände dann auch mit der Schere wegnehmen. Weil, das werdet ihr sehen, warum das wichtig ist. Nun habe ich das Papier so aufgeklebt, dass das Klebeband hinten am Papier ist. Und das ist hier die Vorderseite. Ich nehme eine Holzplatte, das ist jetzt einfach eine alte Malplatte, also alt ist nicht gut, das ist eine unbenutzte Malplatte, die hier grundiert ist. Und die verwende ich dann ganz oft, um meine Kartons und Papiere dann festzukleben. Und dann lege ich das auf diese Holzplatte und verwende das breitere Klebeband, und ich halte dann jetzt auch so das Papier, dass es mir nicht wirklich verrutschen kann, und
Klebeband auf das umgedrehte Klebeband drauf. Das drehe ich dann, damit es dann bequemer ist für mich. Ich nehme wieder den Streifen. Ich klebe den dann auch immer hinten da fest oder so, damit das sich dann auch nicht auf. Also das rollt sich jetzt nicht so stark auf, aber man hat manchmal so Klebebänder, die sich stärker aufrollen. Und jetzt ist es aber so, dass ich das jetzt nur auf das Klebeband gebe. Das ist jetzt bei dem kleinen Papier nicht ganz so wichtig, aber bei den großen Papieren würde ich das dann so machen, dass ich dann eine gewisse Spannung auf das Papier gebe. Also das heißt, es dann so grad ziehe, damit es dann auch nicht sich loslöst. Und jetzt schließe ich noch die letzten Seiten, die noch übrig geblieben sind. Da ist es auch so, dass ich das in der Regel dann auch so, dass ich mache, dass ich nochmal das glatt ziehe. So. Ich bedanke mich recht herzlich bei Mike Bayer, von dem ich diesen Tipp bekommen habe. Ich verlinke hier oben seinen YouTube-Kanal. Er ist ein begnadeter Aquarellist und Ölmaler. Schaut seine Arbeiten nach. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video liked, falls ihr da irgendeinen Nutzen draus ziehen konntet. Kommentiert, schreibt mir in die Kommentare, was für Quicktipps noch interessant für euch sein könnten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Servus.